Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ADA Experimentiert. Ich bin Caroline und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule in Koblenz. Ich bin Mentorin im ADA Lovelace-Projekt und heute möchte ich euch zeigen, wie man Schokolade selber herstellen kann. Dafür benötigt ihr die folgenden Materialien bzw. Zutaten. Zum einen brauchen wir 250 Gramm Kokosfett, 200 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Backkakao und einen Topf und eine darauf passende Schüssel. Des Weiteren eine hitzebeständige Silikonform, eine Waage und einen Schneebesen. Als erstes müsst ihr nun einen Topf mit Wasser füllen, auf den Herd stellen und das Wasser zum Kochen bringen. Wenn das Wasser warm genug ist, könnt ihr die Schüssel auf den Topf setzen und das Kokosfett in die Schüssel geben. Durch die Wärme des Wasserbades wird das Kokosfett ganz langsam erhitzt. Wartet so lange, bis das Kokosfett flüssig genug ist, um es mit dem Schneebesen umzurühren. Jetzt könnt ihr den Puderzucker dazugeben und anschließend das Kokosfett zusammen mit dem Puderzucker ordentlich umrühren. Rührt hierbei so lange, bis keine Klümpchen mehr in eurer Masse sind und ihr somit einen glatten Teig habt. Wenn ihr den Puderzucker ordentlich untergerührt habt, könnt ihr nun den Kakao in eure Masse beifügen. Rührt auch jetzt wieder so lange, bis keine Klümpchen mehr in eurem Teig sind und rührt mindestens 2 Minuten. Je länger ihr euren Teig rührt, desto besser wird die Schokolade am Ende. Stellt nun das Silikonförmchen bereit und füllt die flüssige Schokolade in das Förmchen rein. Wenn ihr das ganze Förmchen gefüllt habt, könnt ihr auch noch mit Nüssen oder mit Früchten eure Schokolade verzieren. Gebt dafür einfach die Nüsse oder eben die Früchte auf die noch feuchte Schokolade in der Form. Stellt jetzt euer Silikonförmchen in den Gefrierschrank und wartet circa eine Stunde, bis die Schokolade getrocknet ist. Und fertig ist eure selbstgemachte Schokolade. Nehmt diese nun nur noch aus der Silikonform raus und serviert sie und lasst sie euch schmecken oder habt viel Spaß beim Verschenken.